In diesem Video lernst du, wie du passende Rechenzeichen bei Aufgaben einsetzen kannst. Hier siehst du ein großes Ist gleich. Ist gleich bedeutet, dass das, was vor dem Zeichen steht und das, was nach dem Zeichen kommt, gleich viel ist oder gleich groß. Zum Beispiel, 4 blaue Klötze sind genauso viele Klötze wie 4 rote Klötze. Es ist also gleich viel. Hier siehst du, das ist größer als Krokodil. Der Schnabel vom Krokodil zeigt immer dorthin, wo eine größere Zahl steht oder wo mehr abgebildet ist. Denn das Krokodil ist ganz schön gierig. Es mag immer viel essen. Zum Beispiel 5 Lego-Steinchen sind mehr als 3 Lego-Steinchen. Die 5 ist größer als die 3. Es gibt aber auch noch das kleiner als Zeichen. Ist kleiner als heißt, die Zahl, die zuerst kommt, ist kleiner als die Zahl, die als zweites kommt. Zum Beispiel, 2 Lego-Steinchen sind weniger als 6 Lego-Steinchen. Oder 2 ist kleiner als 6. Der Schnabel vom Krokodil zeigt hier in die andere Richtung. Aber auch hier will das Krokodil immer die größere Zahl fressen. Jetzt wird es ganz schön knifflig. Man kann das Ist-Gleichzeichen, das Größer-als-Zeichen und das Kleiner-als-Zeichen auch zwischen 2 Rechenaufgaben stellen. Links siehst du eine Rechenaufgabe. 5 plus 3. 5 plus 3 ist gleich 8. Das wissen wir schon. Rechts siehst du eine zweite Rechenaufgabe. 4 plus 4 ist gleich 8. Das weißt du auch schon. Beide Aufgaben haben also das gleiche Ergebnis. Auf beiden Seiten sind gleich viele Lego-Klötzchen zu sehen. 5 plus 3 ist also genauso viel wie 4 plus 4. 5 plus 3 ist gleich 4 plus 4. Denn bei beiden Aufgaben kommt dasselbe Ergebnis heraus. In beiden Aufgaben sind im Punktestreifen 8 Punkte ausgemalt. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Die erste Aufgabe lautet 3 plus 3. 3 plus 3 ist gleich 6. Genau. Du siehst auch oben 6 Lego-Steinchen abgebildet, 3 blaue und 3 rote. Und auch im Punktebild sind 6 Punkte ausgemalt, 3 blaue und 3 rote. Schauen wir uns die zweite Aufgabe an. 7 minus 1. Von den 7 Lego-Klötzchen, die oben zu sehen waren, wurde einer durchgestrichen. Wie viele bleiben übrig? Genau, auch hier bleiben 6 Lego-Steinchen übrig. 7 minus 1 ist gleich 6. Im Punktebild siehst du das auch. 6 Punkte bleiben übrig. Einer wurde durchgestrichen. 3 plus 3 ist also gleich 7 minus 1. Denn auch hier kommt bei beiden Aufgaben das gleiche Ergebnis raus.
nämlich 6. So, hier gibt es ein neues Beispiel. Auf der linken Seite steht die Aufgabe 4 plus 2. 4 plus 2 ist gleich 6. Du siehst auch oben 6 Lego-Steinchen liegen. Und unten siehst du im Punktebild 6 Punkte ausgemalt. Auf der rechten Seite haben wir die Aufgabe 2 plus 2. 2 plus 2 ist gleich, genau, 4. Das siehst du auch oben, denn dort sind 4 Lego-Steinchen abgebildet. Welches Zeichen müssen wir nun in den Punkt in der Mitte einsetzen? Dieses Mal kann es kein Ist-gleich sein, denn 6 Lego-Steinchen sind nicht genauso viele Lego-Steinchen wie 4. 6 Lego-Steinchen sind mehr als 4 Lego-Steinchen, also muss ein Ist größer als Zeichen in unser Bild eingefügt werden. Denn 6 ist größer als 4. So, es gibt noch ein Beispiel. Die erste Aufgabe heißt 5 minus 4. 5 minus 4 ist gleich 1. Genau, von unseren 5 blauen Punkten im Punktebild sind 4 durchgestrichen worden. Einer bleibt nur übrig. Und auch von unseren Lego-Steinchen ist nur einer übrig. Die Aufgabe auf der anderen Seite heißt 7 minus 3. 7 minus 3 ist gleich 4. Denn es sind 4 Punkte in unserem Punktebild übrig. Und oben sind 4 Lego-Steinchen übrig geblieben. Auf welcher Seite sind mehr Lego-Steine übrig geblieben? Genau, auf der rechten Seite sind 4 Lego-Steine übrig, auf der linken Seite ist nur einer. 1 ist weniger als 4 oder 1 ist kleiner als 4. Also muss in den Kreis zwischen unseren beiden Aufgaben ein ist kleiner als Zeichen. Der Schnabel von unserem Zeichen oder das Maul von unserem Krokodil zeigt zu der Aufgabe, die größer ist, wo mehr übrig bleibt. So, es sind nochmal 3 Beispiele zu sehen. Fangen wir mit dem oberen Beispiel an. 2 plus 3 und dann kommt ein Punkt, 7 minus 2. Welches Zeichen müssen wir nun in der Mitte einsetzen? Schauen wir uns dazu wieder zuerst einmal die erste Aufgabe an. 2 plus 3. Das wissen wir schnell. 2 plus 3 ist 5. Und 7 minus 2, was kommt denn da als Ergebnis heraus? Genau, 7 minus 2 ist gleich 5. Welches Zeichen muss nun zwischen die beiden Aufgaben gesetzt werden? Genau, ein Ist-Gleichzeichen, denn bei beiden Aufgaben kommt das gleiche Ergebnis heraus. 5 plus 2,
2 plus 3 ist gleich 5 und 7 minus 2 ist auch 5. 2 plus 3 ist gleich 7 minus 2. Gehen wir zum nächsten Beispiel. 6 plus 2, 5 plus 2. Welches Zeichen müssen wir hier einsetzen? Schauen wir uns wieder zuerst einmal die erste Aufgabe an. 6 plus 2 ist gleich 8. Und 5 plus 2, das ist die Nachbaraufgabe. Ist gleich 7. Welches Zeichen müssen wir nun zwischen die beiden Aufgaben setzen? Ein größer als Zeichen. Denn 8 ist größer als 7. Also ist auch 6 plus 2 größer als 5 plus 2. So, gehen wir zu unserem letzten Beispiel. Auf der linken Seite siehst du die Aufgabe 4 plus 1. Auf der rechten Seite siehst du die Aufgabe 7 plus 3. Fangen wir wieder mit der ersten Aufgabe an. 4 plus 1 ist gleich 4 plus 1 ist 5. Die rechte Aufgabe lautet 7 plus 3. 7 plus 3 ist gleich 10. Richtig. Welches Zeichen müssen wir nun zwischen unsere beiden Aufgaben setzen? Bei welcher Aufgabe kommt ein größeres Ergebnis heraus? Bei der rechten Aufgabe. Daher muss unser Schnabel nach rechts zeigen, denn 5 ist kleiner als 10. Unser Krokodil guckt immer zur größeren Aufgabe.